Ruhe und Entspannung. Wir atmen ein und wir atmen aus. Und damit herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft. Und in der letzten Folge ist bestimmt... Was war das für ein Sound gerade? Ist bestimmt nichts Anstrengendes passiert, was irgendwie mit dem Töten von Trollen zu tun haben könnte. Nein, 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 nein. Das ist so nie passiert. Ich setze mich schon mal in Bewegung, denn wir sind hier immer noch am verhassten Strand. Aber das liegt ja jetzt hinter uns, mehr oder weniger. Also wir haben die Quest noch nicht abgegeben, aber wir sind in der letzten Folge fertig geworden und haben hoffentlich alles, was die Trolle hier im Schlingdorntal betrifft, abgeschlossen. Und was ich jetzt gerade mache, ist einmal hier die Küste runterwandern zum Grom... Heißt es Gromgol? Gromgol, zum Gromgol-Außenposten. Denn da müssen wir die Quest mit den Trollen abgeben. Okay, dann bleibt entspannt. Denn ich möchte auf dem Weg dahin hier auch noch die Schmetterschwänze töten, bevor ich dann wieder hoch zu Nessingberry laufe. Ich meine... Verdammt. Bomba, do your thing. Das macht ja seit wenig Sinn, dass wir irgendwie eine komische Route durchs Landesinnere nehmen, wenn wir jetzt eh zum Gromgol-Außenposten wollen. Deswegen halte ich das für die beste Idee. Und soweit ist das ja auch nicht. Stellt euch das jetzt einfach so ein bisschen mit Baywatch-Musik vor. Also wir laufen jetzt hier am Strand entlang. Alles ist in Zeitlupe. Mein gestählter, eingeölter und leicht sandiger Trollkörper glitzert im Licht der über dem Meer aufgehenden Sonne. Es ist eine unglaublich schöne Szenerie. Die Morgendämmerung scheint sanft durch meine doch sehr beeindruckende Frisur, wie ich finde. Und da, wie gesagt, alles in Zeitlupe. Ne? Das macht ja grundsätzlich alles beeindruckend. Irgendwie so. Und jetzt lasse ich euch mit diesem Gedanken allein, während ich nach Gromgol laufe. Nein, keine Sorge. Wir sind ja auch gleich schon da. Ich werde nämlich, ich plappe einfach mal drauf los, wie man das so macht in Let's Plays. Im Anschluss, ich bin ein bisschen heiß drauf, Overwatch 2. Nicht nur ist eine neue Season raus. Oh, das Krokodil muss weg. Oh mein Gott, das ist eine Elite. Okay, Pumper, du tankst ihn und ich laufe einfach. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. wir kommen gleich zu Overwatch 2. Ich muss nur einmal kurz hier weg. Pumper, du schaffst das, du hältst es aus. Weil du der Stärkere von uns beiden bist. Na komm, die spawnen. Sehr schön. So, dann einmal Pumper her. Und dann können wir hier Schmetterschwänze töten. Also. Overwatch 2. Ich habe gesehen, dass nicht nur die neue Season gestartet ist, sondern so wie das aussieht, sind jetzt tatsächlich nach über einem Jahr, über zwei Jahre, sind die Singleplayer, die Story-Missionen sind jetzt wohl da. Und da will ich nachher unbedingt reingucken. Das haben sie uns ja mit Overwatch 2 versprochen. Dann gab es aber ja einen Post vor, weiß nicht, einem halben Jahr schon wieder gefühlt, dass das eingestellt wurde, dass es keinen Singleplayer-Part gibt. Aber jetzt lese ich da was von. Also ich bin ein bisschen... Was passiert? Und das will ich mir gleich auf jeden Fall mal reinschrauben. Mal gucken, was da abgeht. Aber jetzt wird erstmal WoW gespielt. Ich habe keinen Todstellen. Das ist blöd. Aber das schaffen wir auch so. Aber man merkt halt schon krass, wie viel schlechter wir im Nahkampf sind. Schrecklich. Furchtbar. Wie viele müssen wir noch? Drei, das ist ja easy. Ach, nichts einsammeln. Einfach nur töten. Herrlich. Kein unnötiges Drumherum. Das wird immer als so unkreativ genommen. Aber insgeheim freuen wir uns darüber, wenn wir auch einfach mal einen Gegner töten. Beziehungsweise die Einsammelquests. Die nerven uns ja nur, weil es nicht immer 100% Dropchance hat. Das ist das einzige Nervige daran. So, das ist unser vorletzter Raptor. Als der Meerschweinchen hat gerade genießt. Gesundheit! Die denken sich bestimmt auch immer, wenn ich hier die Beleuchtung für die Games anmache, hier schön in Blau alles. So, was ist denn hier los? Wo kommt das blaue Licht her? Aber ich glaube, wahrscheinlich ist es ihnen einfach egal. So, einmal Pumpe heilen. Oh, ich habe schon wieder so wenig Mana. Boah, dieser gezielte Schuss, Leute, ne?
Ey, und dieses Tagebuch hier. Meine Güte. Da werden wir nachher bei Nessingvari auch mal gucken, ob wir da nicht... ob wir da nicht einen Teil der Quest fertig machen können. Dann habe ich gerade gesehen, wir sind echt... Also das ist ziemlich auf glatt rausgekommen. Nur noch 160 Pfeile übrig. Da habe ich in der letzten Folge gar nicht mehr so drauf geachtet. Zum Glück ist das gut ausgegangen. Das hätte ich nicht auch noch gebraucht, dass das irgendwie zum Problem wird. Umso besser, dass wir jetzt nach Gromgol laufen, denn dort können wir uns neue Munition holen. Und die Schmetterschwänze sind wir auch durch. Okay, das heißt, aber wir müssen hier rechts rum. Und wollen wir da mal rübergehen. Ja, ich glaube, Level up schaffen wir nicht mit den beiden Quests. Das wäre zu viel des Guten. Aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. So, einen Boyer. Ja, ich hätte jetzt gerade ganz gerne keinen Voodoo, aber hier sind deine Schrumpfköpfe. Das war übrigens eine richtig blöde Quest. Weg damit. Ja, gibt es auch erstmal einen Lua-Error. Das kann schon mal passieren. So, der hat seine Knochenhalsketten. Was habe ich dann bekommen? Ach, ein Ring. Hier, den nehmen wir doch statt dem 3-Intelligenz-Ring. Nee, den meinte ich nicht. So. Okay, der hat jetzt hier noch eine andere Quest. Warte mal. 37 plus. Okay, was heißt das? Bringt ein Schrifttafelsplitter? Warte mal. Das finstere Riff. Vor langer Zeit, als ein großes Beben die Welt erschütterte, versank eine alte Trollstadt in den Wassern der ungezähmten Küste im Nordwesten. Wir nennen diesen Ort das finstere Riff, denn Murlocs bewohnen jetzt die Ruinen in der Stadt und greifen jeden an, der sich ihnen nähert. Eine alte Schrifttafel, die uralte Geschichte von Grillek erzählt. Ah, ich glaube, ich weiß, welches Gebiet das ist. Wir nehmen das mal an. Weil eigentlich, die waren ja auf einem ganz humanen Level da, die Murlocs. Okay, der hat nur enorm hohe Quests. Aber erstmal gehen wir das mit den Raptoren ab und dann hat er eine Folgequest. Sehr schön. Die Verteidigung von Gromgol. Als wir in diesem Dschungel ankamen, hatten wir nicht vor, die hier ansässigen Stämme zu bekämpfen. Unsere Mission, Stoner zu versorgen, hatte höchste Priorität. Aber es gibt Komplikationen. Eine hier ansässige Gruppe von Ogern. Sicher, dass die Quest für Level 37 ist? Naja. Die Ruinen von Misjar im Südosten von Gromgol besetzt. Trotz unserer Warnungen überfallen sie weiterhin unsere Nachschubkarawanen. Wir sollen echt Oger besiegen. Waren die nicht alle super krass? Ist das so eine clevere Idee? Also ich meine, es ist direkt hier nebenan, deswegen... Ja, kommt Leute, wir schauen uns mal die Oger an. Was soll passieren? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir sterben. Ah, Munition. Da wäre es ja fast passiert. Ich habe das schon gesehen. Ihr hattet schon die Panik in den Augen, ne? Diese leicht geweiteten Pupillen. Die geballte Faust. Hat schon gesehen. Wo gab's denn das hier? Windreitermeister, Handwerkswaren. Ach Gottchen. Überragender Waffenschmied. Danke, Mischtwaren. Sehr schön. Ich mach den hier mal kurz weg. Ich hasse das, so angebrochene Stacks zu haben. Also, ja, mit den Pfeilen. Und vor allem können wir auch mal verkaufen. Welch. Wir haben eine ganze Menge Fleisch im Inventar. Die braucht auch keiner, die Angelrute. So. Schnappkief. Ach, warte mal. Ach Gottchen, da müssen wir nochmal zurück nach Booty Bay. Und da gibt es auch noch andere Quests, die interessant sind. Ach. Im Sumpf, ja. Kraft und Ehre. Gucken wir uns dann an. Dann haben wir hier noch irgendwas, was weg kann. Ja, so viel Fleisch brauchen wir auch nicht. Und jetzt kümmern wir uns um die Oger. Ich weiß, ihr könnt es kaum erwarten.
Ihr reibt euch wahrscheinlich schon die Hände in der freudigen Erwartung des Desasters, dem ich mich hier gerade entgegenwerfe, aber das ist inzwischen Teil dieses Let's Plays. Da müssen wir uns, da habt ihr euch wahrscheinlich schon längst dran gewöhnt. Hier passiert stets das Unvorhergesehene. Und niemals das, was wir wollen. Ah, da ist ein Raptor, okay. So, hier drüben sollen die schon sein, die Boys. Ach, die sind ja tatsächlich für unser Level. Ha! Rauf da! Bin ich lang gefackelt. Oh, oh. Oh, Gott sei Dank. Puh. Wollte mich jetzt nicht mit meinem ersten Oger, wollte ich mich nicht direkt mit beiden anlegen. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Diese Fettlappen, die hier am Rücken haben. Oder sind es Muskeln? Ich weiß das bei Ogern immer nicht so genau. Irgendwie, ich meine, schaut es euch mal an. Eigentlich, er hat hier ein Sixpack, das sich abzeichnet. Gleichzeitig, aber halt auch, ne, ein ziemliches Food Baby. Aber vielleicht funktioniert Ogeranatomie auch anders. Wo geht denn der jetzt da rein? Ich bin außer Reichweite. Dann holen wir uns den Kollegen hier. Warum habe ich dafür eine Markierung? Ich habe so viele Fragen. Da drüben ist noch einer. Ja, wir machen ja aber... Ah, nein, 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 lass mich in Ruhe. Wollte doch gerade über die Anatomie von Ogern zu sprechen kommen. Ich glaube, es ist so ein bisschen Sumo-Ringer. Beschreibt das, glaube ich, am besten. Weil es ist halt schon viel Kampfgewicht. Aber es ist auch nicht nur Fett. Ist auch bei Sumo-Ringern oder... Ja, ist doch bei denen so, oder? Die sind doch auch schon ziemlich trainiert. Das ist ja nicht nur... Das sind ja nicht nur Dickies. Sumo-Ring. Das ist auch so ein weirder Sport. Ich meine, da treten fast nackte Männer gegeneinander an, um sich gegenseitig an dem wohl schmalsten Männertanga der Welt gegenseitig aus dem Ring zu ziehen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Entweder durch Tanga ziehen oder durch Schubsen. Und es ist wahrscheinlich... Wo kriegen wir den gepult? Ja, sieht gut aus. Und es ist wahrscheinlich noch so eine richtig traditionelle Sportart. Also wahrscheinlich in der... Weiß ich nicht, wo kommt das denn eigentlich her? Ist das was Japanisches oder was Chinesisches? Sumo. Ich glaube Japanisch. Das ist wahrscheinlich auch noch so eine richtig angesehene, historische Sportart. Wurde gesellschaftlich halt einfach... Ich bin übrigens Sumo-Ringer. Oh! Ja, doch, 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 doch. So, manchmal so ein bisschen gemein. Ach Gott. Ich meine das doch alles nur ganz liebevoll. Das sind die Schläger. Von denen müssen wir 10 besiegen. Wie viele müssen wir von den anderen? 5. Das ist aber auch, ne? Warum müssen wir denn mehr Schläger als Hexendoktoren? Warum? Meint ihr, der bleibt da drüben? Wir trauen uns mal. Schöner stehen bleiben, Kollege. So ist gut. Nicht hier irgendwelche hektischen Bewegungen, da reagiere ich ganz allergisch drauf. Hä? Was ist denn da hinten? Was kommt da für einer an? Das ist ein Schläger. Das sehe ich mit meinem geübten Auge aus der Schulzeit. Das ist ein Schläger. Aber wo kam der denn her? Der muss irgendwo da hinten durch die Tür gekommen sein. Nirgendwo hat man seine Ruhe. Stell dich mal vor, in WoW gäbe es das optisch, dass die Menge an Pfeilen, die du auf den Gegner abgefeuert hast, auch in ihm stecken. Und dass man die wieder einsammeln könnte. Wollen wir jetzt nicht sterben, okay? Wir schaffen das. Gemeinsam.
Okay, sehr gut. Krass, dass der nicht weggelaufen ist, ne? Laufen Ogre nicht weg, wenn die nur noch 25% HP haben? Irgendwo so um den Dreh. Da laufen doch humanoide Gegner eigentlich weg. Ogre offensichtlich nicht. Noch mehr Tagebuch. So, wir dedizieren mal hier oben die drei Taschen nur für das blöde Schlingdorn-Talbuch. Ich hoffe, dass wir da irgendwas fertig haben. Das ist ja wirklich meine Güte. Boah, Pumper kriegt von denen aber auch hart auf und sagt, das war gerade ein 152er Crit. Das ist echt viel. Oh, Pumba, das könnte jetzt... Oh, ich muss dich erstmal heilen. Wir schaffen das. Pukaba! Da musste ich gerade an den Schlangenboss... Wie ist er denn noch? Rickard oder so? Aus Elden Ring? Der hat doch irgendwie... We can slay the gods together! Der sagt das doch irgendwie so ganz arg betont. Das fand ich immer sehr witzig, dieses Together! Na, auf jeden Fall, genauso machen wir halt diesen Ogre hier kaputt. Weil Pumba und ich einfach ein Dreamteam sind. Teamwork makes the dream work. Und jetzt müssen wir dringend was essen. Also, beziehungsweise... Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir haben ja was für Mana. Dann kann Pumba einfach so in der Zwischenzeit hochheilen. Herrlich. Alles greift ineinander. Die beiden Boys hier, das lasse ich mal. Weil bisher hatten wir die nur unabhängig voneinander. Aber gleichzeitig, da prügeln die Pumba, glaube ich, zu schnell tot. Das wäre keine gute Idee. Ach, warte mal. Mehr laufen hier nicht rum? Warte mal, wir müssen ein paar Ogre suchen gehen. Ah, guck mal, da ist noch einer. Brauchen wir auch nur noch zwei von. Was sollen die denn noch sein? Ja, gut. Die Quest hier unten, das lassen wir mal noch bleiben. Aber sonst ja doch sehr, sehr wenig Ogre hier. Da habe ich jetzt gedacht, das wären hier... Also wenn das die einzige Bedrohung durch Ogre ist, wobei es gibt ja noch die... Aha. Es gibt ja noch die Elite-Ogre, die haben wir irgendwo weiter im Landesinneren gesehen. Gegen die müssen wir uns wahrscheinlich auch noch behaupten. Aber das dauert wirklich noch. Das wird so bald nicht passieren. Warte mal, und wo ist eigentlich die... Habe ich die Quest nicht angenommen mit dem... Mit der Trollstadt? Aha, da. Ach, das ist eine Unterwasser-Quest oder was? Eieiei. Ich habe mehrere Schläge fürs Totem gebraucht. Ich glaube, das sagt alles, was wir über unsere Nahkampf-Skills wissen müssen. Was tatsächlich. Jetzt müssten wir hier auf Respawn warten. Was für ein Unfug. Ich meine, klar, wir könnten uns mit den beiden Boys da anlegen. Ach, guck mal, er ist schon gerespawnt. Ja, den snacken wir uns da raus. Nee, nicht zu mir. Von mir willst du gar nichts. Meint ihr, Ogre fressen andere kleinere Viecher, so wie ein Troll? Weiß nicht, irgendwie möchte man das einem Ogre unterstellen, oder? Ogre ist... Ja, Ogre sind so ein bisschen die Troll... Nee, das ist falsch. Ogre sind so ein bisschen die Höhlentrolle. So aus Herr der Ringe. So ein bisschen die dümmlichen, grobschlächtigen Viechers. Wobei die ja auch hier Hexendoktoren haben. Die sind ja nicht einfach alle dumm. Die haben ja durchaus auch ein bisschen Köpfchen. Manche sogar zwei.
Okay, wir versuchen's. Alles für die Views! Das war ein Fehler. Ein riesengroßer Fehler. Das ist der Fehlersong. Kriegen wir wenigstens einen, ist die Frage. Bumba kriegt hart auf den Sack. Ja, warte mal, wenn wir den jetzt machen, so, das Totem weg, Pumba einmal heilen. Ich meine, im Nahkampf ist der Hexendoktor nicht wirklich gefährlich. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Knapp war es trotzdem. Das könnt ihr nicht abstreiten, das war knapp. Das hätte ganz hässlich enden können, aber mit meinem bravourösen, glamourösen Skill habe ich das natürlich, habe ich das Böse abgewandt. Irgendwie so schreiben wir das dann mal. Oh nein, ich habe Fehler gemacht. Oh nein, so viel zum Thema bravourös. Ah. Nein, wieso geht er denn jetzt direkt zu? Oh, warum? Warte, erstmal. Was? Komm, heil Pumba. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Der Tote muss weg. Okay, wir müssen erst nochmal heilen. Pumba hat 650 HP. Im Nahkampf ist das eventuell machbar. Ich mach mal das Totem weg. Nein, die... Oh, oh Gott, da ist ja schon wieder der Nächste. Was ist denn nur hier los? Wir können ja nicht aussteigen. Das ist Ogerland. Pumba heilen oder kaputt machen? Kaputt machen. Immer kaputt machen. Leute, wir haben gerade... Ich muss mal ganz kurz aufs andere Ufer, sonst kriege ich hier einen Kasper. Bevor da der nächste Troll um die Ecke kommt. Wir haben gerade drei Trolle kaputt gemacht. Oger. Drei Oger kaputt gemacht. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Wie machen wir das? Ich glaube, ich lasse Pumba mal manuell heilen. Das klingt auch immer manuell heilen. Das nee, mache ich ja gar nicht manuell. Ich lasse ihn passiv heilen. Wir ruhen uns einfach hier drüben ein bisschen aus. Den Hexendoktor brauchen wir eh nicht. Was? Huch! Ich wollte gerade sagen, Kiki. Das ist einfach ein Ork-Krieger. Level 37, mach dir die Panther kaputt. Das ist auch ein... Auch ein Hexendoktor. Nee, wir brauchen... Brauchen die blöden Schläger. Aber es ist ja doch ganz erfreulich, dass man hier immer mal wieder Leuten über den Weg läuft. So tot sind die Server dann doch nicht. Also, ja, klar, es ist nicht vergleichbar mit Retail. Oder mit Glanzzeit-WoW. Das sowieso nicht. Aber wenn man sich halt mal die Hauptstadt anguckt, in Orgrimma ist halt tote Hose. Aber die Leute sind halt in der Welt anscheinend unterwegs. Ist ja ganz erfreulich. Ich mache mir nämlich manchmal Sorgen, dass das Format hier so lange dauert, dass es bis dahin kein WoW Classic mehr gibt. Da müssen wir uns irgendwie überlegen, wie wir, wie wir das dann machen. Dann bleiben uns nämlich eigentlich nur Privatserver. Aber dann müssten wir da nochmal neu leveln. Das wäre alles ausgesprochen unschön. Aber ich glaube nicht, dass uns Classic weggenommen wird. Ich meine, das könnte ich einfach parallel weiterlaufen lassen. Das kann ja so viel an Kosten jetzt auch nicht verschlingen. Und es kommt ja auch immer neuer Kram. Kommt jetzt hier nicht irgendwie mal demnächst? Hardcore Classic? Also, dass dein Charakter, wenn du stirbst, ist, dann ist er tot. Viele Leute spielen das schon so, dass sie ihren Charakter einfach löschen, wenn er gestorben ist. Aber es gibt jetzt halt von Blizzard ein eigenes. Ah, da ist ein Schläger. Sehr gut. Ein eigenes Hardcore demnächst. Bin ich mal gespannt. Das klingt nämlich eigentlich ganz interessant, muss ich sagen. So, her mit dem nächsten Schläger. Boah, ich werde euch vernichten. Ne, ich glaube, so klingen Oger nicht. Oger klingen mehr so, ich werde euch vernichten. Ne, ist auch nicht richtig, aber es muss... Ich bin offensichtlich kein Oger-Synchronsprecher. Das bin ich nicht für gemacht. So, meint ihr, wir schaffen den
ohne Pumper zu heilen. Oh, das ist ein Problem. Warte mal, wir laufen hier rüber. Stellen uns tot. Dann läuft er zu Pumper. Fantastisch. Ich laufe hier raus. Da laufe ich wahrscheinlich jemandem über den Weg. Oh, Pumper wird sterben. Ah, unglücklich. Ja, so fies das klingt, aber lieber Pumper als wir. Das müssen wir so knallhart sagen. mit dem Mal auf dem Kopf. Das ist halt wirklich hier. Ich wollte gerade sagen, ihr lauft aber ganz schön lang hinter mir her. Hier muss doch noch irgendwo ein Schlägerboy sein. Brauchen doch nur noch einen. Zauberschutz von Lace? Ist das nicht eine Chipsmarke? Machen wir mal weg. Das stört mich. Okay, alles klar. Wir lassen es. Wir lassen es in Ruhe. Ah. Ach, verdammt, ein Hexendoktor. Ah, und Pumper kriegt mal was zu essen. Hier, den guten Brie. Nee, das ist ein Krokodil. Das ist noch ein Hexendoktor-Boy. Ach, guck mal, ich war auch viel zu nah rangezoomt. Ja, der Schläger ist immer noch in der Bude. Sollen wir den mal... Haben wir den da irgendwie rausgepult? Das ist ein Hexendoktor, das interessiert mich nicht. Da ist ein Schlägerboy. Perfekt. Es kommt alles so, wie es kommen muss. Scheiße, da ist ein... Verflucht! Müssen den irgendwie hier rüber zu uns ziehen. Ist gerade nur ungünstig. Oh, der kommt doch nochmal zurück. Oh, da ist auch noch ein Krokodil. Und ich bin auch noch im Wasser. Das ist der denkbar schlechteste Ort, falls ein Krokodil kommt. Auch ein Hexendoktor. Spannung macht sich breit. Sieht gut aus. Alles Roger, Roger. Wir haben Clearance, Clearance. Wie ist unser Vektor, Vektor? Oh Gott, es kommt manchmal einfach random hoch. Es tut mir leid. Müsst lernt damit zu leben. Am besten ist natürlich noch, wenn ihr die Anspielung kennt. Wenn nicht, wir sind hier auf einer fantastischen Reise zusammen. Das werden wir alles noch kennenlernen zusammen. Aber erstmal gibt es jetzt eine Questbelohnung. Was kriegen wir eigentlich dafür, dass wir hier Ogre kaputt hauen? Ein Schild. Den können wir nicht gebrauchen, aber verkaufen. Das ist immerhin etwas. Und dann, ach ja, genau, dann haben wir hier oben das finstere Riff. Das ist halt echt kacke, das... Boah, wenn wir da tauchen müssen, Leute, unter Wasser kämpfen, oh, gegen einen Haufen Murlocs. Das erklärt wahrscheinlich, warum die Quest 37 plus ist. Das ist auch wie so eine Ü40-Party. Ü37 nur. Das verkaufen wir jetzt erstmal das Ding. Bei Utok, unserem Gemischtwarenhändler unseres Vertrauens. Ja, es gibt vor allem einen Schildkollege. Das kann weg, das kann weg. Das brauchen wir noch. Ja, so kann das bleiben. Und dann latschen wir den Strand wieder hoch. Oder wir fliegen... Ja, wir fliegen nach Booty Bay. Wir geben erstmal eine Quest ab. Das ist, was wir jetzt machen, Leute. Und dann kümmern wir uns da nämlich in der nächsten Folge drum um den... Um diese nervige Unterwasserstadt. Kraft und Ehre. Das sind so Unterwasserlevel mag niemand. Ich habe mit Freunden angefangen, Minecraft zu spielen. Und Minecraft hatte ja vor... Ich glaube, ein paar Jahren inzwischen. Ja, auch so ein Update, dass es Unterwasser-Dinge gibt. So Korallenriffs und Unterwasserhöhlen und der ganze Kram. Aber ich habe keine coole Mechanik gefunden, wie man vernünftig unter Wasser bleibt. Nichts, was nur so eine Zeit lang ist. Sowas wie eine Minute oder zwei Minuten oder was weiß ich nicht was. Sondern wirklich, das ziehst du an und dann kannst du permanent unter Wasser bleiben. Irgendwie sowas. Weil ansonsten ist unter Wasser unterwegs sein echt ätzend. Das gleiche Problem ist auch in No Man's Sky. Da gab es auch vor einigen Jahren ein Update, das
die ganzen Unterwasserwelten interessanter wurden. Und da fand ich das auch super nervig, weil du da halt auch tauchen musst und dann musst du dich um Sauerstoff kümmern. Das ist halt doppelt nervig. Und in WoW gibt's, na gut, es gibt Unterwasseratmung, aber das ist für uns. Wir müssen die Luft anhalten. Hilft nichts. Wer ist der Kollege eigentlich? Muss eine sehr prominente Persönlichkeit gewesen sein, dass der sich hier so eine Statue leisten kann. Oh, vielleicht ist das... Nee, Geslow ist das nicht. Das macht keinen Sinn. Ach Gott, wir haben Humanoide an. Oh Gott. Das ist nervig auf der Minikarte. Das machen wir mal wieder weg. Ja, komm, hier mach elementare Aufspüren. Ein bisschen ranzoomen. Enhance. Sharpen. Wie man das ja so kennt aus den ganzen CIA und CSI und BMI und MIC-Filmen. Serien. So werden Verbrecher überführt. Genau, der wollte die Schnappkiefer Krokilisken hauen. Und er hat noch eine Quest. Excelsior. Das ist eine 38-Plus-Quest. Ich glaube, die lasse ich mal gerade liegen. Oh, da gibt es aber richtig gute Stiefel. Die Haut eines alten Krokilisken. Die Innenseiten sind fertiggestellt, jetzt fehlt nur noch die äußere Schicht. Dafür verwende ich nur die besten Häute der alten Krokilisken. Sie sind widerstandsfähiger und eine bessere Leinwand, wenn ihr es so nennen wollt. Wir brauchen davon nur eine Haut, das heißt, wir müssen wahrscheinlich ungefähr 20 Krokodile töten. Allerdings äußerst schwierig, diese vollkommene Haut zu finden. Wir nehmen das mal an. Ach, das ist da oben beim Gromgol-Posten. Das ist ja natürlich, das ist sehr zuvorkommend. Dann würde ich nämlich sagen, wir stellen uns mal hier so ans Blumenbeet. Hier so. Schauen uns mal die Beute des Tages an. Und ich würde sagen, das war eine weitere Folge World of Warcraft. Und in der nächsten Folge schauen wir uns die Unterwasserwelt von Azeroth an. Macht's gut. Wir sehen uns.